Ja, wunderbar. Dann erstmal herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute. Thema ist die neue NAT-Studie, erweiterte Erkenntnisse zur Risikobewertung psychoaktiver Substanzen aus europäischer Perspektive dieses Mal. Wir waren vor 2 Jahren auch schon da und haben gemeinsam den Vortrag gemacht über die Studie 2007 und 2010. Inzwischen gab es eine neuere, also eine Aktualisierung quasi, so eben aus europäischer Perspektive, auf die wir heute nochmal ein bisschen genauer eingehen wollen und zeigen, so was da Unterschiede oder aber eher Gemeinsamkeiten sein werden. Ich sage kurz was zu meiner Person und dann wird Max noch kurz was zu seiner Person sagen und dann gehen wir auch ziemlich direkt dann rein in die Präsentation und in die Methode, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also mein Name ist erstmal Simon Schmidt. Ich promoviere derzeit an der Uni Heidelberg zum Thema integrativer Umgang mit Drogen bei Jugendlichen. Das ist innerhalb des RISA-Projektes. Ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen. Das bedeutet, es steht in Abkürzung und steht für Ritualdynamik und Salutogenese. Ist vom Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Projekt, ein Sonderforschungsbereich, innerhalb dessen das stattfindet, ist jetzt ausgelaufen auch so. Und ich war quasi da noch bei der Abschlusserhebung dabei und habe da viele Interviews gemacht mit Jugendlichen. Max ist da auch dabei und im Großen und Ganzen geht es halt um Rituale und im Kontext von Konsum von psychoaktiven Substanzen. Und das Wichtigste ist eigentlich die Salutogenese, die da im Hintergrund ist. Hier geht es zwar jetzt um Schädlichkeit von Drogen, aber insgesamt ist doch die Gesundheit immer das, was uns eigentlich so am wichtigsten ist, die Gesundheit für den Konsumenten. Also deshalb geht es viel um kontrollierten Drogenkonsum und halt um Harm Reduction Ansätze. Das ist so der Hintergrund des Projekts, aus dem ich herkomme und aus dem auch Max herkommt. Ich würde sagen, Max erzählt jetzt nochmal ein bisschen was von sich und dann leite ich in den Vortrag über. Dankeschön, Simon. Ja, mein Name ist Maximilian von Heiden. Das von ist irgendwie da verschwunden, aber das macht noch nichts. Sie können mich gerne Max in der Diskussion nennen. Ich bin Mitarbeiter am Institut für Medizinische Psychologie in Heidelberg jedenfalls. Hauptsächlich tätig in einem Projekt, das im Bereich Risikokompetenz, allgemein Vermittlung von Lebenskompetenzen basierend auf dem Resilienzansatz im Kontext Schule sich beschäftigt und da die Wirksamkeit eben von diesen Verfahren, die wir insbesondere im Bereich Medienpädagogik entwickelt haben, beschäftigt. Das ist ein direktes Ergebnis auch unter anderem dieser 10-Jahres-RISA-Studie, zu der in eigener Sache auch eine Publikationsliste online ist. Da sind ziemlich viele Abschlussarbeiten geschrieben worden, die möglicherweise hier für die akademisch Interessierten durchaus interessante Impulse geben könnten für weitere Forschungsideen oder auch einfach nur zur Bereicherung. Ansonsten ist ein Fokus, mit dem ich mich aktuell beschäftige, ein Publikationsprojekt zum Thema psychoaktive Substanzen im Allgemeinen, das vor allem vor dem Hintergrund entstand, dass zum Thema neue psychoaktive Substanzen im deutschsprachigen Raum kaum verlässliche wissenschaftliche Informationen verfügbar sind für Professionelle aus dem Gesundheitsumfeld und das doch einige vor Herausforderungen stellt, wie man dem professionell begegnen kann. Diese Herausforderung möchte ich jetzt einfach mal nennen. Gut, aber nun kommen wir zu unserem eigenen Anliegen, ja, nämlich genau. Der Vorstellung der Studie. Genau, also kurz was noch zum Hintergrund. Die Sachen, die wir jetzt vorstellen, die sind teilweise vom Jahr 2007, 2010 und aber basieren, also der Vortrag basiert aber auch auf einem Vortrag von David Nutt, den er 2013 auf dem Drug Strategy Meeting in Brüssel gehalten hat. Das heißt, es gibt Ergebnisse bereits aus der Studie, die ist aber noch nicht veröffentlicht, sondern befindet sich noch im Review. Das heißt, er hat selbst auch schon Teile in Form von YouTube veröffentlicht, aber richtig veröffentlicht sind sie noch nicht. So, deshalb es ist eigentlich ganz aktuell, so was wir jetzt gerade vorstellen. Und in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, man weiß es nicht genau, wird die Studie dann auf jeden Fall auch offiziell erscheinen. Sein Ansatz oder seine Forderung damals, also um was es bei der
Tagung ging, war eben, dass er wie immer quasi einen rationalen Ansatz fordert, um die Schädlichkeit von Drogen bewerten zu können. Das ist, war und ist schon die ganze Zeit immer sein Wunsch eigentlich gewesen. So, weil die Studie, also die Ergebnisse seiner ersten Studie quasi so, die diskreditierten damals die Drogenpolitik der Regierung, indem sie eben bewiesen quasi so, dass deren Richtlinien eher, was heißt eher, aber eigentlich nur durch politische Interessen motiviert waren und mit wissenschaftlichen Fakten das Ganze eigentlich nichts zu tun hatte. So, und deshalb war sein Ziel eben immer so, dass er die versucht hat, die Bewertung von Drogen auf einer rationalen Ebene stattfinden zu lassen und die Kriterien, die es dafür benötigt, transparent zu machen, sodass das Ganze eben hinter diesen verschlossenen Kämmerchen eben rauskommt und diskutiert werden kann, auch in der Öffentlichkeit. Dadurch hat er sich nicht sehr beliebt gemacht in seinen in politischen Kreisen. So, deshalb werde ich da auch gar nicht so näher drauf eingehen, denn wie die Entwicklung war damals, also wir machen so eine kleine Übersicht jetzt erstmal, die Hintergründe ein bisschen zur Person von David Nutt, auch so, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Studie heute überhaupt gemacht worden ist, wer er früher war, so wie er zu dem wurde, was er heute ist. Genau, und da wird euch Max jetzt erstmal ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen. Gut, ja, nun zur Person. Wer ist David Nutt eigentlich? Viele kennen ihn nur durch die populistische Presse wegen seiner Drogenstudie, aber eigentlich ist David Nutt eigentlich einer der renommiertesten Wissenschaftler aus dem psychiatrischen Umfeld. Er lehrt nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Australien und Neuseeland, ist Mitbegründer des Departments für Neuropsychopharmakologie. In London, ist selbst auch tätig noch als Psychiater, trotz seiner intensiven Forschungstätigkeiten und mit über 500 Publikationen wohl einer der aktivsten Wissenschaftler in dieser Community. Über diese Rolle als renommierter Wissenschaftler hinaus, der sich insbesondere auch im Verlauf seiner Karriere mit Suchtforschung intensiv auseinandersetzte, wurde er bis 2009 auch beschäftigt von der britischen Regierung im Vorsitz des Advisory Council on the Misuse of Drugs. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel der Bundesregierung. Das gehört zur Bundesopiumstelle, ist aber in Großbritannien wesentlich transparenter, was die Zusammensetzung angeht. Also die Mitglieder dieses Ausschusses in Deutschland sind zum Beispiel geheim, sowie die Tagungsinhalte, immer nur die Protokolle werden veröffentlicht. Und dort war eben seine dezidierte Aufgabe, auf Basis wissenschaftlicher Kriterien Empfehlungen an die Regierung zu geben, zu Drogenfragen im Allgemeinen. Aus seiner Funktion als rational denkender Wissenschaftler heraus führt das, wie Sie sich denken können, wahrscheinlich natürlich zu Konflikten, denn so einige Entscheidungen in diesem Umfeld, und da zitiere ich jetzt Thibaut Harbach, der wiederum Günther Arment zitierte, Günther Arment hatte recht, für ihn war Abstinenz als gesamtgesellschaftliche Forderung weder durchsetzbar noch akzeptabel, sondern vielmehr Ausdruck eines totalitären Denkens. Und David Nutt stieß in dieser Phase immer wieder auf Gegenwehr, wenn es darum ging, praktisch rational in einem Diskurs zu entscheiden, wie denn mit Drogenproblemen innerhalb der Gesellschaft gefahren werden soll. Nun veröffentlichte er 2007 eine Studie, die auf Kriterien, die später von Jörg Simon vorgestellt werden, basierten, die bereits 2000 entwickelt worden sind, in der er sich mit der Bewertung der Schädlichkeit von psychoaktiven Substanzen auseinandersetzte und die in der renommierten medizinischen Zeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Und dies war auch die erste Studie, die diese hohen Wellen geschlagen hat, international. Infolgedessen wurde natürlich eher auch innenpolitisch heiß diskutiert und war sehr umstritten. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung geriet er mehr oder weniger in Rage. Das ist eine sehr schätzenswerte Eigenschaft an David Nutt, weil er schafft es auf eine sehr wissenschaftlich ruhige Art und Weise, sozusagen seinem Zorn Luft zu machen. Und so veröffentlichte er im Zuge der Auseinandersetzung unter anderem einen Artikel, der Accuracy heißt und der sich intensiv eben auseinandersetzt mit der Art und Weise, wie Gesellschaft Risiko bewertet und eben statistisch einfach mal eine Gegenüberstellung macht zwischen dem Reitsport und dem Risiko des Reitsports
als gesundheitliches Risiko auf gesellschaftlicher Ebene und dem Konsum von Ecstasy. Und ein Ergebnis war eben, dass beim Reitsport, insbesondere wenn gesprungen wird über Hürden, es ein Serious Adverse Event auf 350 Fälle gibt. Und beim Ecstasy-Konsum ist es einer auf 10.000. Und das ist natürlich im Diskurs auch seiner Rolle als Drogenberater der Regierung, wenn man das so vereinfacht ausdrückt, natürlich eine Herausforderung für die Politiker, mit einem solchen Artikel umzugehen. Wenngleich das natürlich aus Perspektive eines Wissenschaftlers ein notwendiger und wichtiger Beitrag gewesen ist. Nun, neben dieser Veröffentlichung, die auch schon einiges an Ärgernissen mit sich brachte, kam auch der Wunsch der britischen Regierung, das war auch in einer Wahlphase, dass von der Klasse C auf B, von B auf C reklassifizierte Cannabis, das war eigentlich auch schon eine wichtige Errungenschaft. In Großbritannien sind psychoaktive Substanzen nach Gefährlichkeit klassifiziert, das wieder rückgängig gemacht werden sollte. Und er unterstellte dem ein populistisches Unterfangen und setzte sich sehr dafür ein, dass das nicht getan wird, weil der wesentliche Unterschied bei dieser Reklassifizierung war eigentlich, dass das Höchstmaß der Bestrafung eben wieder, das Mindestmaß auf 5 Jahre Haft für Cannabisbesitz auch bei Jugendlichen erhöht würde. Und da wehrte er sich vehement, weil er einfach der Überzeugung war, auch als Wissenschaftler, dass das nicht unbedingt zu einer Verbesserung der Lage in diesem Land beitragen würde. Also eigentlich auch noch eine konservative Forderung. Er beriet praktisch nur. Nur in diesem Diskurs heizte sich das so sehr auf, dass er freigestellt wurde. Die Engländer sagen sacked, also es gegangen werden ist eigentlich das passendere Wort, was sehr interessant auch im Nachhinein untersucht wurde durch eine Kommission und nicht rechtens war die Enthebung. Also die Unterstellung war gewesen, dass er tatsächlich sich zu sehr einmischte in Politik und nicht nur in seiner Funktion als Wissenschaftler sich artikulierte. Nun, also ist er verschwunden. Genau, er ist verschwunden. Aber kam er zurück. Nicht für lange. Da soll noch was dazu sagen. Okay, mit der passenden Karikatur, die damals in, ich glaube, Sunday Times erschien. Hier zu sehen, einer der Minister, der für die Enthebung von Nader seinem Amte verantwortlich war. Und der Raubgebratische Needs Council, diese Advisory Council on the Misuse of Drugs. Mit David Nutt gingen nämlich, und zwar infolge der Empörung darüber, dass David Nutt eigentlich eben wissenschaftlich korrekt gehandelt hatte, traten die wichtigsten Mitglieder dieses Ausschusses quasi mit zurück. Ja. So, aber nun zu seiner wundersamen Wiedergeburt. Genau. Tada! Da ist er wieder. So, also David Nutt ließ sich auf jeden Fall nicht unterkriegen davon. So, sein widerschwänziges Verhalten so ist sehr schlecht angekommen bei seinen Freunden in der Regierung. Aber er ließ sich eben nicht aufhalten so und hat quasi aus der Not eine Tugend gemacht, könnte man sagen. Und hat nach seiner Sackung dann so ungefähr ein neues Komitee mitbegründet. Und zwar, und dann auch den Vorsitz übernommen, und zwar das Independent Scientific Committee on Drugs, genau, hat dort den Vorsitz übernommen, hat auch als President of the British Neuroscience Association und Vizepräsident vom European Brain Council, also er hat sich quasi nicht unterkriegen lassen, sondern ist hart geblieben, sage ich mal, und hat sich sogar noch in seiner Bekanntheit erweitert so und in seiner Aktivität, aber eben jetzt im wissenschaftlichen Bereich und nicht mehr im politischen Bereich, weil dort die Diskrepanz zu groß war von dem, was er vertreten konnte und dem, was von ihm politisch erwartet wurde. So, das war ja eigentlich so für ihn kognitive Dissonanz, die nicht mehr aushaltbar war auch zum Teil und deshalb hat er sich erstmal daraus verabschiedet. In diesem Komitee saßen zum Teil, glaube ich, auch Leute drin, eben die gefeuert worden sind, oder die nicht gefeuert wurden, sondern die eben als Reaktion, dass sie ihn gefeuert haben, eben auch den Platz verlassen haben. Und seit 2010 gab es eben die erste, also er hat quasi die Ergebnisse, die 2007 aus einer Studie, die ich gleich vorstellen werde,
hat er also in quasi mit der Regierung zusammen und im Ministerium zusammen gab es schon sehr viel Vorarbeit, die wäre aber eigentlich, weil die Ergebnisse so schlecht waren aus Sicht der Regierung und eben ihr Vertrauen untergraben wurde durch die Ergebnisse, die wären eigentlich in den Schubladen verschwunden, diese Ergebnisse. Das hat er aber nicht mit sich machen lassen, sondern hat die quasi rausgeholt und hat sie dann mit seinem eigenen Komitee weiterverfolgt und daraus eben bis heute weiterführende Studien gemacht. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Wir wollen das nicht ganz so stringent machen, so wie immer, wenn es irgendwelche Fragen gibt zwischendrin mal, weil es geht ja um Methoden, was ja auch manchmal ein bisschen kompliziert ist oder so oder vielleicht nicht ganz so einfach verständlich. Da könnt ihr gerne nachfragen, so. Wir wollen das nicht ganz so frontal auf jeden Fall handhaben, dass nur wir die ganze Zeit reden. Ihr könnt gern zwischendrin fragen. Wenn wir das Gefühl haben, es wird später noch beantwortet, dann sagen wir das. Oder wenn das sehr abschweift, dann können wir danach auch im Café noch drüber diskutieren, so vielleicht. Ja? Bitte so die Frage, ob das seine wissenschaftlichen Forschung dann von Seiten der Politik, ob es da irgendwie da eine Gegenbewegung gab, das zu unterdrücken, dass er nicht mehr wissenschaftlich weiterarbeitet oder wurde ihm nach 2 Jahren. Also es gibt noch mehr Karikaturen als eine, die wir jetzt da eingefügt hatten, die den Diskurs einfach, der öffentlich geführt wurde, sehr, sehr detailliert darstellen. Also es war schon ein Kampf auch um sein Ansehen natürlich, aber David Nutt wurde dafür eben, dass er sich nicht hat klein kriegen lassen, dass er immer auf dem Boden der Tatsachen geblieben ist und nur mit wissenschaftlichen Argumenten in öffentlichen Diskussionen weiter für das einstand, was er sagte, unter anderem von dem Nature Magazin mit dem John Maddox Preis ausgezeichnet, das für das Einstehen für Wissenschaftlichkeit, das ist einer der höchsten Preise, den das Nature Magazin vergibt. Auch unter widrigsten Bedingungen. Genau, für das Einstehen unter widrigsten Bedingungen. Also er wurde innenpolitisch tatsächlich wurde versucht, ihn zu diskreditieren und dass er eben von der Bildfläche verschwindet. Ja. Und weil er eben so hart blieb, ich hatte ja vorhin auch gesagt, wurde eine Kommission eingesetzt, die das untersuchte und auch innenpolitisch war es zum Teil umstritten, dass er eben entfernt wurde aus dieser Position. Ja. Also es gab viele Kampagnen auf jeden Fall, die dann gegen ihn quasi laufen die ganze Zeit, aber wie gesagt, dadurch, dass er hartnäckig blieb einfach so und sich nicht unterkriegen lässt so und dazu steht, weiterhin eben die Glaubwürdigkeit der Drogenpolitik zu erhöhen, weil das ist ja sein Anliegen irgendwo, weil er eben weiß, dass Willkürlichkeit so von den Menschen erkannt wird, vor allem auch von jungen Leuten oder von Leuten, die damit Erfahrung haben, weiß er das, dass Präventionsmaßnahmen zum Beispiel dadurch untergraben werden, die Glaubwürdigkeit der ganzen Politik wird untergraben und das wiederum, dass er das so konsequent eben nicht davon abrückt, auch irgendwie, das wurde dann durch diesen Maddox-Preis zum Beispiel eben gewürdigt, der vom Nature Magazin genau vergeben wird. Sein Engagement in der Neurowissenschaft und Psychiatrie jedoch ist ungebrochen. Interessanterweise ergab sich aber ein Shift seiner Tätigkeit, nämlich hin zu der Beforschung von MDMA, LSD, Psilocybin. Einfach in Reaktion darauf, dass er wohl auch, das ist eine Mutmaßung von mir, aber in der intensiven Auseinandersetzung eben mit der Ungerechtfertigkeit des Verbotes auch von Forschung zu diesen Substanzen, sich intensiver damit beschäftigte und deren Potenzial zumindest für die Neurowissenschaft erkannte. Also aktuell publiziert er ungebrochen viel in diesem Bereich und genießt weiterhin hohes Ansehen. Wie viel? Über 500? Eben über Publikationen. Ja, genau. Ja. Ja, okay. Also ich mache jetzt mal weiter so und zwar gehen wir jetzt mal in Richtung Methode, weil das ist ja eigentlich das Interessante, wie kommen eigentlich diese Ergebnisse zustande? Die waren ja revolutionär und haben auch für sehr viel Kritik gesorgt, natürlich eben aus politischen Kreisen vor allem. 2007 fing das quasi an, da hatte er den Auftrag bekommen, die Gefährlichkeit von Drogen auf einer rationalen Basis zu untersuchen. Damals hatten die noch die Delphi-Methode als Methode der Wahl genommen. Das ist so eine Art, so ein systematisches, mehrstufiges Befragungsverfahren und eigentlich auch ein Schätzverfahren, was ganz oft
im Bereich von Risikomanagement oder sowas zum Beispiel verwendet wird, wenn es zum Beispiel geht um neue Technologien, sagen wir mal Gentechnik, Nanotechnik oder sonst irgendwas, wo es noch keine gesicherten Daten gibt. Dort wird dann die Delphi-Methode angewendet, um eben abschätzen zu können, welche Risiken oder Gefahren können Dinge bergen, über die bisher wenig bekannt ist. Und das machen dann meistens Experten aus verschiedenen Bereichen, die sich dann zusammensetzen und eben in so mehrstufigen Diskussionsverfahren und Feedbackschleifen versuchen, da so ungefähr eine halbwegs eine Wahrheit oder sowas rauszukriegen. Die Studie, also diese Methode ist nach dem Delphi-Orakel benannt so, und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die man in diese Methode legt, dass es wie ein Orakel quasi ist und über Dinge Auskunft geben kann, die bis jetzt noch niemand wissen kann. So, genau. Und zwar war das damals noch so, dass es zwei Runden gab. In der ersten Runde wurden 9 Kriterien für die Messung der Schädlichkeit von Drogen entwickelt, weil es gab es ja damals auch noch nicht. Also erstmals müssen Kriterien entwickelt werden. Man kann nicht auf einfach so wild drauf los diskutieren, ohne irgendwie sich auf Kriterien festzulegen, nach denen man diskutieren kann. Das heißt, das war die erste Stufe. 9 Kriterien wurden entwickelt. Auf einer Skala von 0 bis 3 konnte man die noch abstufen, sage ich mal, dreistufig. 3 sehr gefährlich und bis 0 wenig gefährlich oder wenig Schaden. Da war ein Komitee der Police Foundation London noch dabei. Also es war so ein bunter Mix an Leuten, die da teilgenommen haben. Ich gehe da nicht so sehr drauf ein, weil die Zusammensetzung dieser Komitees ist ziemlich komplex. Meistens, also der Großteil der Leute, die dabei waren, waren aus Medizin und Psychologie, Psychiater, Psychotherapeuten waren da dabei, aber auch Chemiker zum Teil oder Pharmakologen. Also die hatten so einen bunten Strauß, könnte man sagen, an Teilnehmern genommen, um eben maximale Kontrast zu gewährleisten, also maximale Kontrastierung nennt man das auch teilweise, dass man ein möglichst breites Spektrum abdeckt an Experten, sodass die Ergebnisse daraus möglichst nah an der Realität halt sind. Aus der ersten Studie, quasi in dem ersten Schritt, in der ersten Runde, wurden die Kriterien entwickelt. Die ersten waren damals noch, dass sie unterteilt hatten in den physischen Schaden, den Drogen anrichten können, akut, chronisch. Dann Abhängigkeit war noch ein einzelner Punkt, den die damals hatten. Also da ist zum Beispiel die Intensität der Lusterzeugung dieser Substanz war damals noch ein Kriterium, dass man sagt, okay, wie toll wirkt sie vielleicht so und das gleichgesetzt haben mit einem Abhängigkeitspotenzial. Und sie hatten als dritten Punkt aber auch schon angefangen, eben den sozialen Schaden mit einzubeziehen. Vor allem zum Beispiel, wie auch später noch drin sein wird, wie zum Beispiel die Kosten für das Gesundheitssystem. So, also man hat da schon angefangen, auf jeden Fall nicht nur auf das Individuum zu gucken, sondern auch schon auf die gesellschaftliche Seite. Ja? Was mit Arbeitssorgen haben Sie gemeint? Was gibt es denn außer Gesundheit, also fürs Gesundheitssystem Kosten? Was es da noch gibt? Alles Mögliche, so. Du kannst, das kommt gleich noch so, aber du kannst ja Unfälle zum Beispiel werden in Verbindung mit Substanzen gebracht, zum Beispiel das wiederum kostet die Gesellschaft die ja klar, ich meine das sind alles Sachen halt oder die wir gehen nachher ein bisschen drauf ein, so weil das sind nachher die Kriterien werden immer weiter und in der zweiten Studie werden die auch klarer. Also hier sind sie noch so ein bisschen schwammig so. Das sind die ersten 9 aus der Studie 2007. Also das sind jetzt 9. Genau, also wir machen das so ein bisschen historisch, damit man sieht. Das sind die alten Kriterien, genau. So dass man ein bisschen die Entwicklung mitbekommen kann, so von wo bis wo ging das eigentlich. Das Ding war damals noch, das kann ich jetzt direkt sagen, so dann wird das auch nachher klarer. In dieser Studie gab es eine große Kritik, weil die einzelnen Kriterien, die waren noch nicht gewichtet
So. Das heißt, man konnte den zwar einzelnen von 0 bis 3 auf eine Skala zuordnen, aber man konnte nicht sagen, was jetzt schwerer wiegt, zum Beispiel die akute Toxizität auf das Individuum oder der gesellschaftliche Schaden. Du würdest einfach sagen, von dieser Methode her oder von, wiegen die beide genau gleich viel. So. Und das war damals ein großer Kritikpunkt, einfach als Überleitung auch gleich zur zweiten Studie, die Moment. Also das war die erste Runde innerhalb dieser Delphi-Methode. Da kamen die Kriterien raus. In der zweiten Runde wurden dann die Kriterien angewendet, weiterentwickelt, diskutiert und durch zwei voneinander unabhängige Expertenrunden dann weiterentwickelt, diskutiert, lassen wir die so stehen oder müssen wir die verändern, sind die für alle klar, können wir da was mit anfangen. So geht das immer hin und her. In den Expertenrunden war es auch so, dass der Großteil davon, die eine Gruppe waren Mediziner und Suchtexperten und die zweite Runde, die war eher so ein etwas wieder bunterer Mix aus allen möglichen Leuten, wie gesagt Pharmakologie oder Chemiker oder wie auch immer halt dabei. Also dann gab es 4 Runden, dann wurde diskutiert und ganz am Ende wurden Mittelwerte aufgestellt. Einfach mal, um das ein bisschen abzukürzen, so, weil wir sind, das ist relativ komplex, was noch kommt. Auf jeden Fall die Ergebnisse. Die hat wahrscheinlich auch die meisten im Internet mal gesehen. Das war also von 2007, nach der Delphi-Methode kamen diese Ergebnisse raus. Da war es noch so, dass eben auf Platz 5 zum Beispiel Alkohol war, Heroin, Kokain waren die Nummer 1 und 2. Das hat irgendwie niemand überrascht damals so ungefähr. Da hat man gesagt, okay, alles klar, keine Sensation. Aber dass Alkohol auf Platz 5 war, das war damals auch schon überraschend, sage ich mal. Und dass Tabak zum Beispiel als gefährlicher als Cannabis, LSD und Ecstasy eingestuft wurde, das hat halt auch schon für viel Kritik natürlich gesorgt. So. Die Balken, da sieht man sozialer Schaden, Abhängigkeit und physischer Schaden. Also das sind diese drei Hauptkategorien, die ich gerade vorgestellt hatte. Kann man nochmal erkennen, dass die sind aber eigentlich überall hier noch relativ ausgewogen verteilt, eigentlich könnte man sagen. Lösungsmittel weniger als Cannabis, weniger schädlich. Genau, ja, das hängt halt von den ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. So. Also man könnte hier, da gehen wir auch nachher drauf ein, das sind diskussionswürdige Ergebnisse. Es ist keine endgültige Wahrheit, aber da soweit sind wir noch nicht ganz. Aber sie geben eine gute Richtung vor. Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, denke ich so. Jedenfalls, was hier klar wurde, ist, dass es wenig bis keine Korrelation gab mit der offiziellen Einstufung im Betäubungsmittelgesetz. Eigentlich nur Nummer 1, 2 und 4. So, das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon so ein bisschen, auch die anderen Sachen, ja, fernab. Gut. Dann würde ich sagen, den Nachteil hatte ich erwähnt, es gab keine Gewichtung. Deshalb gab es nach dieser ganzen Kritik quasi eine zweite Follow-up-Studie mit erweiterten methodischen Raffinessen. Das ist so. Nun, also ich werde jetzt die zweite Studie vorstellen, deren Vorarbeit ja noch von diesem Sachverständigenausschuss, wenn man ihn so nennen mag, entwickelt worden sind, die dann aber eben in diesem unabhängigen Komitee, das der Benach gegründet hatte, fertiggestellt wurde, diese Studie. Wie jedem klar geworden ist, ist diese erste Studie absolut problematisch in ihren Ergebnissen. Und was auf jeden Fall auf der Hand liegt, ist, dass die Pharmakologie durch eine Matrix von sozialen und gesetzlichen Rahmenbedingungen praktisch darstellt und damit diese Verzerrung eben abhängig ist von dem kulturellen Raum, zusätzlich der Subjektivität der bewertenden Personen ausgesetzt ist und es zum Teil ja für die Einzelsubstanzen überhaupt keine belastbaren empirischen Daten gibt, zu deren Einzelkategorien, die bewertet werden sollten.
Zudem waren die aufgestellten Kategorien zum Teil redundant oder unpassend für verschiedene Substanzen. Also intravenöser Schaden, um jetzt hier auch einen der Kritiker aufzunehmen, bei Lösungsmitteln ist nun mal für gewöhnlich nicht gegeben, weil das inhaliert wird. Ja. Entsprechend auch für Lachgas, also wie kann ich das irgendwie sinnvoll bewerten? Es war vollkommen klar, dass hier andere erweiterte und verbesserte Kriterien entwickelt werden mussten. Hier für diese zweite Studie, die 2010 veröffentlicht wurde, auch in einem sehr renommierten Journal, griff man auf die multikriterielle Entscheidungsanalyse als Methode zurück, die einerseits eben methodischer Ansatz ist und gleichzeitig eine Kaskade von Verfahren und Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten darstellt, die im Rahmen der Entscheidungstheorie verortet sind. Diese Methode wurde 1976 schon von Keeney entwickelt und wurde zum Beispiel für Fragen der Bewertung, also so relevante Fragen wie die Endlagerung von Atommüll entwickelt und verwendet. Weil hier natürlich auch auf ganz vielen verschiedenen Kriterien mit zum Teil vager empirischer Basis Entscheidungen getroffen werden müssen. Ähnlich verhält es sich ja mit den psychoaktiven Substanzen innerhalb einer Gesellschaft. Betrachtet man die Pharmakologie getrennt und nicht den Faktor Menschen, so müsste die Bewertung und die legale Einordnung von diesen Substanzen eigentlich vollkommen anders ablaufen, als es bisher geschehen ist. Da nun mal Menschen aber Menschen sind und Gesellschaften auch entsprechend ihrer Herausforderungen und Rahmenbedingungen bestimmte Konsummuster erzeugen, so muss man eben praktisch dieser Herausforderung begegnen. Und da eignet sich praktisch nur ein Verfahren, das verschiedenes Expertenwissen integriert und auch über die rein empirische Basis von Zahlen hinaus Entscheidungen trifft. Nun, was auch schon an der 2007er Studie zu kritisieren ist, ist, dass man das Ganze versucht in Zahlen zu bringen. Zahlen suggerieren auch immer eine gewisse Vergleichbarkeit und Menschen, insbesondere die keine akademische Bildung genossen haben, leiten zum Beispiel auch aus einem Platz 1 versus Platz 5 ab, dass es eine latente Konsumempfehlung gibt. Das ist möglicherweise auch ein Aspekt, der zur Erzöhnung in dem Gesundheitswesen geführt hat. Es sind nicht nur Politiker, die natürlich so eine Studie und Publikation auf der ersten Seite meinetwegen der Zeit, wenn es denn so gewesen wäre, kritisch auffassen, denn die Leute, die nun mal in Betreuung sind, erleben so etwas irgendwie als entweder Relativierung ihres eigenen Verhaltens oder als Bestätigung ihrer Konzeption über die Gesellschaft. Und das kann natürlich im Falle von problematischem Konsumverhalten nicht unbedingt förderlich sein. Diese Studien sind praktisch eigentlich für den Diskurs in der Wissenschaft gemacht. Nun, die zweite Studie basierte auf nun 16 Kriterien und hier wurde eine ganz wesentliche Unterscheidung vorgenommen, die auch erheblich ist für die für das, was Hans Gusteau hier vorgetragen hat, nämlich die grundrechtliche und die menschenrechtliche Bewertung des Konsums psychoaktiver Substanzen. Grundsätzlich gilt, individueller Schaden zu unterscheiden von sozialem Schaden. Wenn ich entscheiden möchte, inwiefern ich in die Entscheidung eines Individuums eingreife, das niemand anderem Schaden zufügt, handelt es sich um eine moralische oder eine Werteentscheidung. Und das ist nun mal eben politisch fragwürdig und zu diskutieren. Das ist eine Ebene, die nicht wissenschaftlich ist. Hier gilt es einfach, eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Und die Konvention der Menschenrechte und auch unser Grundgesetz sagt nun mal eigentlich, dass jeder Mensch frei ist zu tun, was er möchte, sondern er niemand anderem Schaden zufügt. Deswegen die Unterscheidung nun ganz klar in 9 individuelle Schadenskriterien und 7 soziale Schadenskriterien. Die sind... Die Skala geht jetzt von 0 bis 100 anstatt von 0 bis 3. Um die Vergleichbarkeit zu verbessern, gibt es nun eine Skala von 0 bis 100. 100 steht für den maximal möglichen Schaden. Und das wird praktisch auch festgemacht an der Substanz, die 100 hat, damit man auch einen Vergleichswert zu 0 hat. Sonst wäre es bestimmt keine Vergleichsmöglichkeit. 0 ist in dem Sinne kein Schaden. Welche Substanz wurde das dann festgemacht? Welche Substanz hat 100? Es wurden, ich gehe auch gleich zum Ablauf dieser multikriteriellen Entscheidungsanalyse ein, es wurden 20 Substanzen ausgewählt und da wurde in einer ersten Runde einfach mal kurz durchdiskutiert und unter den Experten, da war das Spektrum auch größer, also es wurden zum Beispiel auch Sozialpädagogen und so weiter eingeladen, es waren 20 Experten, soweit ich weiß, in der britischen Studie, wurden praktisch die Substanzen verglichen und die Substanz, die eben den maximalen, meinetwegen Schaden bei akuter Toxizität aufwies, hat die Skala 100 bekommen und war damit der Maßstab. Und die Substanz, die wie zum Beispiel Nikotin, für gewöhnlich im
als Beispiel Impairment of Mental Functioning, also Beeinträchtigung mentaler oder irgendwann von Kognitionen. Da ist bei Nikotin eigentlich eher kein Nachteil nachweisbar. Das ist dann eher auf, im Bereich Null. Und so hat man praktisch diese Skala, um Vergleichswerte zu schaffen. Und das wurde für jedes einzelne Kriterium wiederum so gemacht, dass immer wieder das Gefährlichste festgestellt wurde und dann wieder in Abhängigkeit davon dann die weniger gefährlichen. Für also jedes einzelne. Zusätzlich zu diesen Schadenskriterien, das hier ist die, der gesamte Schaden. Also am Ende praktisch der Einzelbewertungen werden die zusammen addiert und es gibt einen Gesamtscore. Die Grafik werden wir ja sehen. Hier jetzt mal die Unterscheidung: Schaden gegenüber anderen und zum Individuum und jeweils immer eine intensivere Aufschlüsselung und Abstraktion zusätzlich. Wichtig ist bei der Schaffung von Kriterien, dass sie eben nicht redundant sind. Also, dass ich nicht mit dem einen Kriterium ein anderes mitmesse und somit die Daten verfälsche. Deswegen wurden hier nun eben 16 Kriterien aufgestellt im Vergleich zu diesen ersten 9. Und zur Frage der Gewichtung, die natürlich dann auch entscheidend ist, wir werden zu der Methode auch im Rahmen der dritten Studie gleich nochmal eingehen. Kannst du vielleicht nochmal die einzelnen Kriterien Nichtsdestotrotz ist nach dieser Anwendung dieser Kriterien eben nur mal eine Gewichtung notwendig. Weil es soll ja irgendwie die Skala, das Ergebnis, das rauskommt, so in irgendeiner Form realistisch wiedergeben, wie die Gesellschaft praktisch auch erwartet, eine solche Risikobewertung aussieht. Damit es einen also Nutzwert hat bei der Empfehlung zu politischen Entscheidungsprozessen. Also es hilft nun mal nichts, wenn ich nun mal irgendwie sozial-darwinistisch eingestellt bin und tierlieb und eigentlich Menschen mir relativ egal sind, sage, dass irgendwie Umweltschäden sind das Allerrelevanteste, weil meinetwegen die Fische im Fluss sterben, wenn bei der Amphetaminproduktion unfassbar viel Aceton anfällt und das alles reingekippt wird. Ich sage, die Menschen sind mir egal, die Drogen konsumieren, die müssen weg, weil die Fische sind wichtig. Ja, dann gewichte ich das entsprechend und so sehen die Skalen danach nun mal aus. Also hier kommt praktisch ein normativer Aspekt hinein, aber der ist trotzdem entscheidend, um sinnvolle Ergebnisse zu haben, die den gesellschaftlichen Diskurs anreichern. Wichtig ist hier ein Hinweis, den auch David Nutt jedes Mal bei seinen Präsentationen gibt. Sowohl die Daten als auch die Software für diese Methode und die Manuale sind verfügbar und man kann zum Beispiel mit diesen Gewichtungen selbst arbeiten und eben andere Ergebnisse produzieren. Man kann es praktisch reproduzieren, diese Daten. Man kann aber, und dazu regt er insbesondere an, die Methode auch selbst verwenden, entweder für seinen Sozialraum im Spezifischen, vielleicht ist für Berlin gelten ganz andere Kriterien nun mal als für Bayern irgendwo. Es ist nun mal faktisch so, ja, hier sind andere Rahmenbedingungen, insbesondere hinsichtlich der Gewichtung, relevant. Also David Nutt regt an, das auch nachzuempfinden und nicht nur einfach hinzunehmen. Wie begegnet man aber nun mal dieser Frage der Gewichtung? Ich werde jetzt nicht auf alles einzeln eingehen, weil es den Rahmen sprengt. Die Gewichtung in diesem Verfahren, das sind 8 Stufen. Wenn man sich das mal so verbildlichen will, also Wissenschaft ist auch nichts Heiliges, ja, da kommen einfach also Experten, in dem Fall 20 Menschen aus dem Land angereist und treffen sich in einem Raum für 2 Tage und dort ist ein Trainer oder ein Seminarleiter und der ist in diesem Verfahren geschult und der schickt diese Menschen die Laborratten eben durch diese 8 Stufen. Und um sicherzustellen praktisch, dass in der Diskussion der Experten, die ja nun mal eigentlich am ehesten, am besten informiert sind über aktuelle Entwicklungen, über die Gefahrpotenziale, aber auch vielleicht die positiven Potenziale von Substanzen, damit praktisch abweichende Ergebnisse irgendwie sinnvoll integriert werden können, gibt es immer am Ende, also der Gewichtung, auch der Punktevergabe für die einzelnen Kriterien, eine Runde, in der die Ergebnisse gemeinsam diskutiert werden, Abweichungen insbesondere thematisiert werden, es wird im Zweifel nochmal recherchiert, es wird versucht zu fundieren und dann wird erst praktisch das Ergebnis, also wird aufgehört, wenn ein Konsens hergestellt ist. Das kann dauern, im Zweifel, ist aber eben entscheidend. Und zum Schluss eben nochmal eine Sensitivity Analysis, in der nochmal die Gewichtungen auch überprüft werden darüber, also es wird nochmal an den Gewichtungen geschraubt, um zu sehen, wie verändern sich die Einzelergebnisse und entspricht es praktisch dem Empfinden der Experten am ehesten der Realität. Also wir sehen es auch hier, trotz Wissenschaft und all dem, was man davon so hält oder auch nicht, Subjektivität enthalten. Das ist ganz entscheidend bei diesem Verfahren. Nun aber nochmal ganz kurz zu den Kriterien. Die sind nicht so einfach zu verstehen. Also drogenspezifische Tödlichkeit. Hier wurden zum Beispiel
jetzt nicht irgendwelche statistischen Zahlen aus der Epidemiologie herangezogen, sondern hier hat man gesagt, was ist die, also wie groß ist das Dosisspektrum von erwünschtem Effekt zu tödlicher Dosis? Hier wissen wir zum Beispiel, bei LSD habe ich sicher einen unerwünschten Effekt, wenn ich die 10-fache Überdosis einnehme, aber ich werde sicherlich physiologisch nicht in den Bereich kommen, der irgendwie tödlich ist. Hier hat man versucht, durch ein Verfahren, das ist auch in den Manualen beschrieben, vergleichbare Zahlen zu erzeugen, also irgendwie auf einer gewissen Beliebigkeit ausgesetzt, aber zumindest variabel, also praktikabel. Hier drug-related, das ist die drogenbezogene Sterblichkeit, wir kennen das zum Beispiel von Tabak. Die akute Toxizität von einer Zigarette ist praktisch nicht vorhanden, ist zu negieren. Nichtsdestotrotz ist jemand, der sein Leben lang raucht, sehr wahrscheinlich, zumindest statistisch belegbar auch, dem Risiko des frühzeitigen Versterbens ausgesetzt. Also hier spiegelt sich das wieder. Und so ist eben diese spezifische und assoziierte oder bezogene Schädlichkeit oder Sterblichkeit immer nochmal zu unterscheiden. Hier ist das eben nochmal die Kategorie, die ich vorhin erwähnte, Mental Functioning. Also mein Ding bei Alkoholkonsum, bei langem Alkoholkonsum ohne adäquate Ernährung, also im Korsakoff-Syndrom zum Beispiel, das ist eine schwere Schädigung des zentralen Nervensystems und so weiter. Wichtig ist, dass die sozialen Schäden, und hier kam ja vorhin auch der sinnvolle Hinweis, es gibt kein other social harms mehr, also es ist ja absolut die Box der Pandora, da kann ich alles reinwerfen und auch nichts, sondern man hat es jetzt zum Beispiel aufgeschlüsselt in familiäre Härten, Adversities, Härten oder Schäden, ja, also insbesondere im Kontext von Alkohol, wir kommen jetzt auch zu den Ergebnissen, wissen wir, dass eben Gewalt, innerfamiliäre Gewalt häufig im Kontext von Betrunkenheit passiert. Deswegen ist es wichtig, hier aufzuschlüsseln. Zum Beispiel auch International Damage wurde eingeführt als zusätzliche Kategorie, die sich auseinandersetzt mit der Frage, wird durch die Herstellung oder Produktion einer Droge, und sei es Tabak oder meinetwegen Koffein, das wurde nicht mitbewertet, werden dadurch auch Schäden verursacht, die in irgendeiner Form der Droge oder der Art und Weise, wie die Droge innerhalb der Gesellschaft verwendet wird, sozusagen anzurechnen ist. Deshalb die Ergebnisse. Ja, gibt es noch kurz eine Frage? Ja? Ja, bitte zu der Abhängigkeit in Relation bei den Psychologen, die man vorhin aufgeführt hat. Körperliche Abhängigkeit mit in das Damage mit reingenommen oder gar nicht mehr? Also je nachdem, auf welcher Ebene man das betrachtet, sozusagen gibt es diesen Dualismus ja faktisch nicht, vor allem wenn man auf der Neuroebene das betrachtet. Deswegen denke ich, haben die Abhängigkeit zwar psychologisch zugeordnet, aber das sind wichtige Kritikpunkte. Also da könnte man zum Beispiel diskutieren, man kann David Knight eine E-Mail schreiben, er antwortet sofort, das ist sehr erstaunlich ich habe das auch im Zuge der Vorbereitung nochmal gemacht, sehr erstaunlich für die Art und Weise, wie dieser Mann, auch in die Menge, die er arbeitet. Also solche Fragen einfach am besten direkt an ihn wenden. Aber also Präzision, die physikalische Abhängigkeit ist ja eigentlich aus der neuen Klassifikation eigentlich komplett rausgenommen. In DSM-5? Ja, DSM-5. Ja. Es geht ja wirklich jetzt in allererster Linie um die psychologischen Auswirkungen der Substanz auf längerfristig. Und da hat die physikalische Abhängigkeit nicht kommen. Also Craving konkret zum Beispiel. Nun zu den Ergebnissen. Wir wollen ja vor allem auf die neue Studie eingehen. Hier ist ganz klar, Alkohol ist Nummer 1. Das war das Schreckgespenst der Regierung. Ja, jetzt vorne fast. Ja, keine Frage, aber da gibt es ja also natürlich halt Alkohol eine viel, viel größere Fremdschädigung, weil einfach viel, viel, viel mehr Leute Alkohol trinken. Genau, unbedingt. Ja, ich jetzt zum Beispiel Entweder konsumieren, also da müsste man ja quasi die Stichprobengröße angleichen auf 100-100, um sagen zu können, dass man nur Fremdschädigung hat. Ich antizipiere das sofort. Also grundsätzlich bei der Betrachtung darf man eigentlich nicht die Gesamtscore ansehen. Die Gesamtscore ist praktisch die Ebene der Provokation, die er so sehr schätzt, weil sie den politischen Diskurs anheizt. Aber aussagekräftig ist sie eben nicht, weil ich hatte vorhin gesagt, man muss eben unterscheiden für eine politische Entscheidung, was ist der soziale Schaden, was ist der individuelle Schaden. Und die erste Kritik, die sofort immer kommt, auch von David Knight antwortet auch immer auf die Kritiken, die in den Journals publiziert werden, ist natürlich, der Alkohol wird ja viel mehr konsumiert, ist viel leichter verfügbar, also macht das auch viel mehr Schaden. Ja? Nichtsdestotrotz gibt es eine Tendenz wieder.
erhebt er nicht den Anspruch, praktisch das Faktum wiederzugeben, sondern wie ich bereits sagte, es ist ja Pharmakologie durch die Matrix der gesellschaftlichen Verhältnisse und des individuellen Umgangs mit diesen Substanzen. Es geht praktisch, das ist nicht die immanente Eigenschaft der Substanz, sondern wie Menschen damit umgehen. Es macht nun mal einen Unterschied, ob ich eine Alkohol- oder eine Rauschkultur habe damit oder ob ich eben vor irgendeiner Form von schamanischem Ritual einen Schnaps trinke. Das macht einen gravierenden Unterschied in der Art und Weise, welche sozialen Folgeschäden das hat. Das bezieht sich eben auch auf Großbritannien, ganz wichtig. Nun mal, also in der Betrachtung, wichtig sozial, also Fremdschädigung und Eigenschädigung zu unterscheiden. Bei Eigenschädigung ist Alkohol weniger gefährlich zum Beispiel in dieser, oder schädlich als Crack oder Heroin. Und das bezieht sich aber selbstverständlich auch auf Straßencrack und Straßenheroin. Also das immer mitbedenken, es geht um die Matrix, also die Verhältnisse in der konkreten Region, in der das betrachtet wird. Die Ergebnisse sind auch so eine Art Momentaufnahme einer gesellschaftlichen Realität, wie sie zurzeit ist. Also das muss man immer dazu sagen. Bevor wir diese weiter diskutieren, wir wollen ja eben die nächsten Ergebnisse noch darstellen und man sollte immer das Aktuellste diskutieren. Ich würde jetzt bitten, gerade hier keine weiteren Fragen zu stellen. So. Ja. Deshalb zur Methodologie der dritten Studie und da möchte ich dich bitten, Jörg Simon. Also, die dritte Studie, die jetzt 2013 quasi gemacht wurde und noch nicht veröffentlicht wurde, hat die gleiche Methode, wie sie Max gerade eben schon vorgestellt hatte. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, deshalb mache ich hier gleich mal weiter. Der große Unterschied ist eben zwischen der 2010er Studie und der aktuellen Studie, dass es damals 20 Experten waren, die alle aus Großbritannien waren. Das heißt, die gesellschaftliche Momentaufnahme, die zur Verfügung hatten, ist eine andere, als wenn jetzt wie in der dritten Studie 40 Experten aus ganz Europa zusammenkommen, weil jeder hat dann wiederum seinen eigenen Bias oder eigenen Hintergrund, jeweils bezogen auf das Land, aus dem er kommt, weil Deutschland hat andere Sorgen als jetzt vielleicht von mir aus, Italien oder was weiß ich was zum Beispiel. Das kann nur im Detail sein, kann aber auch groß sein. Genauso wie Berlin und München andere Probleme haben mit Substanzen. Und so war jetzt eben die große, die Spannung war eben jetzt da von David Natzo. Was passiert, wenn wir statt 20 Experten aus Großbritannien, 40 Experten aus der ganzen EU nehmen, denen quasi die gleichen Kriterien wieder zur Verfügung stellen, die gleiche Prozedur durchlaufen, die eben bei der Decision Analysis zugrunde gelegt ist, so kommt dann was komplett anderes raus, so wird die Reihenfolge komplett unterschiedlich oder stimmen die Ergebnisse mehrheitlich überein? So, also ich ganz kurz würde ich vielleicht nochmal sagen wollen, also die ihr könnt euch vorstellen, ihr seid jetzt diese 40 Experten, so war das vom Ablauf her, und die wollten eben wissen, ob die Ergebnisse eine Reliabilität haben und ob das ein ordentliches Messinstrument eben darstellt, diese Art von Methode. Das heißt, diese 40 Experten wurden erstmal ausgebildet, die haben ein Briefing bekommen, so wie es Max auch vorher schon gesagt hat, so wie ihr zum Beispiel, bekommt ihr auch quasi ein Briefing. Das erste war eben den Decision-Kontext zu erstellen, dann wurde festgelegt, ja, was wollen wir machen? Ja, wir wollen die Gefährlichkeit von Drogen evaluieren, und zwar europaweit, so, das ist der Kontext. Dann geht es zweitens darum, ja, was wollen wir eigentlich evaluieren? Okay, dann haben sie sich auf diese 20 Substanzen geeinigt. 20 Substanzen wollen wir evaluieren, dann Objectives and Criteria, das ist dann im Prinzip, ja, dass diese 16 Kriterien, die wir jetzt hier schon vorgestellt haben und denen ihr vielleicht zustimmt, vielleicht nicht, die werden genommen und denen muss auch erst nochmal von diesen 40 Experten jetzt quasi zugestimmt werden. Die werden vorgestellt, die werden diskutiert, so. Und dann eventuell angenommen oder auch nicht. In dem Fall wurden sie angenommen, sonst wären es nicht die gleichen in der 2013er Studie. Hätte aber auch sein können, dass die gesagt haben, nö, das Kriterium ist total schlecht, das wollen wir raushaben zum Beispiel. Hätte sein können, ist aber nicht passiert. So, dann 4 Scoring Weighting, das heißt Scoring, dann wird wieder jedes einzelne von 0 bis 100 gemacht, dann wird gewichtet, zum Schluss werden die beiden Sachen zusammengenommen und
dann werden die Ergebnisse nochmal diskutiert. Das ist diese Feedback-Schleife und Diskussionsschleife. Nur um das nochmal klar kurz zu machen, so, dass es eigentlich jetzt keine neue Methode ist bei der 2013er Studie, sondern die gleiche unter anderen Bedingungen, also mit anderen Teilnehmern. So, nach dieser Ausbildung bekommen die ganzen Experten eine Einführung in die 20 Substanzen, denn es gibt meistens keine Experten, die alle irgendwie jetzt belastbares Wissen für alle 20 Substanzen haben. So, das heißt, es gibt erstmal so einen Einführungsworkshop. So, das habe ich gerade schon gesagt, Neukalibrierung der 20 Substanzen bezüglich der 16 Kriterien. Und dann am Ende soll dann eben eine Neuanordnung stattfinden, zu der es aber nicht gekommen ist. Und da werde ich genau wieder einspringen. Nun zu den Ergebnissen. Im Großen und Ganzen nicht gekommen ist. Genau, also das Wesentliche, er hatte jetzt gemeint, so manche Experten wissen nicht über alle Substanzen, das klingt also katastrophal in erster Linie, wenn man denkt, so jetzt kommen da irgendwie Leute und bewerten 19 Substanzen, die nicht kennen. Nein, speziell zum Beispiel Methadon, da weiß nun mal ein gesättelter Experte aus dem Bereich Sucht eigentlich irgendwie nichts und es gibt kaum belastbare Evidenzen. Umso wichtiger ist praktisch, dass man vielleicht gemeinsam die Expertise nutzt, um das vorhandene Material zu prüfen und darauf basierend dann individuelle Entscheidungen zu treffen und diese zusammenzuführen. Devin hat gefragt, nach welchem Schema dort vorgegangen wird, also für die Auswahl dieser Studien. Da gibt es ein Framework, eine Art Rahmenprogramm, das ist das Best Evidence Framework. Da werden einfach die Studien nach gewissen Gütekriterien ausgewählt, die geeignet erscheinen, eine erste Bewertung vorzunehmen. Also zum Beispiel eben, weiß der Kuckuck, 25C Entbome, keine Ahnung, ja, da weiß dann niemand so recht und es gibt vielleicht nur Studien an Nagern oder an einzelnen Hirnzellen so. Da muss man dann also wirklich viel Expertise haben, um eine grobe Einschätzung zu geben. Und das ist auch ein Mehrwert eben dieser Experten. Genau, die Experten haben Zugriff eben auf logischerweise Internet dort, auf ihr eigenes Wissen und eben auf diese Art und Weise vorbereitetes Wissen, was als Basis zugrunde gelegt werden kann. Ja. Nun zu der Rangfolge schnell. Ein Punkt zeigt an, dass hier eine Veränderung um einen Punkt auf der Rangordnung von 20 stattgefunden hat. Zwei Punkte für eine Veränderung von 2 in der Rangfolge. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Falle von LSD nochmal eine Herabstufung auf Platz 19 auf europäischer Ebene. Im Falle von CAD auch eine Herabstufung, das ist in Großbritannien nämlich sehr heiß diskutiert gerade, die wollen das verbieten, das war ja eine Zeit legal. MDMA wurde heraufgestuft, um einen Punkt. Ketamin wurde heraufgestuft um einen Punkt. So gab es auch bei Cannabis heraufgestuft um einen Punkt. Interessanterweise wurde Tabak als jetzt geringer gefährlich als Kokain eingeschätzt. Das hat nun mal zum Teil auch wahrscheinlich mit den subjektiven Einschätzungen dieser Experten zu tun gegenüber, ja, also wie mit der Haltung gegenüber Kokain nun mal hat es einfach zu tun, weil es entscheiden nun mal nicht nur, wie viele Menschen an etwas sterben, sondern die Gesamtskalen. Nun also im Wesentlichen, und das ist eigentlich die Haupterkenntnis, ist die Rangfolge mehr oder minder gleich. Jetzt zu den einzelnen Abweichungen, weil die sind zum Teil erheblich, und lassen sich nur dadurch erklären, dass wenn man den kulturellen Raum, in dem der Mitdiskutanten sozusagen mit einbezieht. Zum Beispiel, das ist relativ einfach zu erklären, Kriminalität, Crack von 80 auf 20, das hängt einfach davon ab, wenn Crack irgendwie ein öffentliches Thema ist und in einem bestimmten Land, vielleicht die sehr großstädtisch geprägt ist, eine große Rolle spielt, dann wird es als erhebliches Potenzial eingeschätzt. Und wenn wir zum Beispiel in Frankfurt auch eine andere Art von Hilfesystemen etabliert haben, denn in Deutschland wird eher in Frankfurt und Hamburg Crack konsumiert, dann ist da der Schaden und die Gesamtbewertung natürlich einfach geringer hinsichtlich Kriminalität. Und so gibt es also Veränderungen im Bereich Abhängigkeit bei Benzodiazepinen. Das ist sehr interessant, weil diese gelten eigentlich doch als recht suchterzeugend, gerade im Kontext der Psychiatrie. Und bei Abhängigkeitserkrankungen werden Benzodiazepine ja häufig gemeinsam konsumiert mit Substituten wie Methadon. Buprenorphin
das ist ganz entscheidend. Da haben sich mal alle gefragt, erstmal, warum ist der Buprenorphin in der Liste und zweitens, warum steht es so weit unten? Ja, wenn man sich mal das Profil dieser Substanz anschaut, also das hat eine Aufwertung erfahren in einzelnen Kategorien. Insgesamt sind die Abweichungen trotz der großen Anzahl der Abweichungen auf einzelnen Skalen, zum Beispiel Umweltschäden bei Ecstasy und Amphetamin, das lässt sich zum Beispiel nachvollziehen, weil in den Benelux-Staaten vieles von den europäischen Amphetaminen und amphetaminähnlichen Substanzen hergestellt wird, dass sie dort entsprechend andere Umweltschäden haben. Ich hatte vorhin diese Geschichte mit dem Fluss erwähnt. Dort werden eben Tonnen Lösungsmittel und Synthesebeiprodukte irgendwie illegal entsorgt. Entsprechend steigt das von 0, was auch irgendwie nicht nachvollziehbar ist, eben auf 10. Und also, um jetzt nicht dort zu verhaften, das Gesamtergebnis ist trotz der Neugewichtung der einzelnen Kriterien durch die Experten, trotz signifikanter Änderungen einzelner Kriterien, im Wesentlichen hier nochmal die Gewichtungen einzeln nach Intensität. Das am stärksten gewichtete ist der ökonomische Schaden als soziale Kategorie. Das ist auch diskutabel, das würde ich gerne für auch danach verschieben, einfach um das damit aufzuhalten, aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Experten also für das Wichtigste halten. Hier fällt auf jeden Fall auf, dass soziale Schäden in etwa überwiegen. Hier ist das auch nochmal aufgeschlüsselt, das können im Detail gerne dann, wir stellen die Präsentation zur Verfügung, angesehen werden. Also trotz allem, hier, dieses Ergebnis, und es bleibt dabei, es korreliert zu, wenn wir es linear haben, R0,99, also es ist praktisch gleich. Alkohol ist weiterhin Nummer 1, selbstverständlich vor dem Hintergrund auch, dass es die meistkonsumierte und am einfachsten verfügbare Substanz ist in unserem Kulturraum. Aber das Wesentliche dieser Ergebnisse von David Nutt aus Mai 2013 ist eben, dass die Ergebnisse von Großbritannien, von denen alle Experten international hoffen, dass es Großbritannien eben ein ganz anderer Ort in der westlichen Hemisphäre sei, der in irgendeiner Form grundsätzlich andere Ergebnisse produzieren muss als, also das war jetzt sozusagen die letzte Instanz, wo gehofft wurde, dass als Hauptkritikpunkt, das kann nicht sein, dass in Großbritannien stimmt halt nichts und diese Experten sind wild. In Europa sind die Ergebnisse praktisch gleich und es ist davon auszugehen, dass auch in den USA die Ergebnisse vergleichbar wären, wenn gleich dort aufgrund des Sozialsystems zum Beispiel der Methamphetamingebrauch oder die freie Basis von Kokain, also Crackgebrauch, sicherlich andere soziale Folgeschäden auslöst als bei uns. Und eben das Interessante ist auf jeden Fall, dass die Einschätzung jetzt nicht nur wegen der Rangfolge gleich war, EU-weit und aus Großbritannien, sondern auch die Einschätzung der Gefährlichkeit der Selbstschädigung und Fremdschädigung. Also selbst da sind beide Studien zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass die Selbstschädigung es sehr problematisch ist, sage ich mal, obwohl es machen wir einfach weiter. Okay. Nee, ich glaube, wir sind total knapp so. Ja. Ja. Ja, bitte. Also ich habe jetzt gefragt, wie ihr oft gesagt, die Daten wurden erfasst von anhand dieser Expertenaussagen. Und wo taucht da an sich der Konsument auf? Der ist ja in gewisser Weise auch ein Experte, oder? Absolut. Da gibt es auch eine interessante Studie. Follow-up-Studie. Global Drug Survey. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Global Drug Survey, die schicken das rum, die Zeit hat das unter anderem mitpubliziert, im Blue Light Forum, also so szenenah, aber auch in den etablierten Medien wird die verbreitet, wird momentan jedes Jahr durchgeführt. Unter anderem ist dort auch der David Nutt involviert, dort wird die Konsumentenseite sozusagen mit einbezogen. Ein wesentliches Grundargument dagegen ist aber grundsätzlich, dass man unterstellen kann, dass jemand, der eine Substanz konsumiert, Entschuldigung, ich mache jetzt draußen meinen Vortrag, ja, das ist kann man nicht stören. Ne? Dankeschön. Ja, deshalb mache ich es nur. Schon so kritisch geguckt. Naja, wir wurden ja auch verzögert. Ja, wir wurden auch verzögert. Also, grundsätzlich könnte man einen Konsumenten, der meinetwegen in einem abhängigen Konsum zu Methamphetamin steht, unterstellen, dass er nicht in der Lage ist, objektiv zu urteilen darüber, wie schädlich diese Substanz ist. Und um das auszuschließen, nimmt man möglichst nur Koffein, Tabak und Alkohol konsumierende Experten und lässt sie das einschätzen. Nichtsdestotrotz haben sie ja den Alkohol und den Tabak als so problematisch benannt. Man könnte das jetzt nicht im Karriere-Kontext
Das Café kommt sofort, ja. Nun also, fassen wir also einfach kurz zusammen. Die Zusammenfassung kommt noch, es sind jetzt noch 3 Minuten, dann sind wir auf jeden Fall, können wir ins Café rübergehen. Okay, also ja. David Nutt ist nicht der einzige Mensch, der die multikriterielle Entscheidungsanalyse verwendet hat, um das zu bewerten. Bevor es diese europäische Studie gab, wurde 2010 von Van Amsterdam eine Studie für die Niederlande durchgeführt, die also zu sehr hoher Übereinstimmung geführt hat, also im Bereich 0,86. Insgesamt korrelieren also alle anderen Studien, die sich versuchen, auch mit anderen Verfahren einer Schädlichkeitsbestimmung psychoaktiver Substanzen auseinanderzusetzen, zu stark korrelierenden Ergebnissen. Das einzige Korrelat, das nicht gefunden wurde, und David Nutt präsentiert das auch in der wunderschönen Chart, ja, ist die Einstufung im UK Drugs Act oder in unserem Fall auch mit dem Betäubungsmittelgesetz. 0,04. So. Also absolut keine Korrelation der Risikobewertung. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, was wir mitnehmen können rüber ins Café. Als Grundfazit, Simon, sagst du? Ja, dass dieses Instrument eigentlich sehr valide und praktisch ist, um eben die Schädlichkeit von Substanzen bestimmen zu können. Also das kann man eindeutig daraus herauslesen, dass es diskutabel ist. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch hier erkannt haben, durchaus. Es gibt diskutable Punkte dabei. Aber genau das macht es ja eigentlich auch interessant, weil wenn irgendwas geheim hinter verschlossenen Türen gemacht wird, ist es nicht mal diskutabel. Also, und das hier ist zumindest transparent und nachvollziehbar und dadurch auch diskutabel. So würde ich mal sagen, ist ein ganz gutes Fazit für heute erstmal. Gut.